Johanne. Hallo. Schön, dass du da bist für das Teilnehmerfeedback. Magst du einfach kurz sagen, für die, die dich nicht kennen, was du so tust? Ja, ich arbeite als Rezeptionsfachkraft einer Physiotherapiepraxis. Was hast du so für eine Ausgangssituation gehabt, die dazu geführt hat, zu den Einzelcoachings zu kommen? Du hast ja jetzt schon längere Zeit mit der Einzelarbeit Kontakt. Was war der Hintergrund, was waren die Probleme oder Herausforderungen, die dich dazu geführt haben? Die Arbeit von dir, die habe ich etwa kennengelernt durch die Supervisionsarbeit in der Dana Villa. Meine Problematik, die mich halt irgendwann dazu gebracht hat, zu dir zu kommen in Einzelarbeit, ist tatsächlich, dass mein Mann vor 6 Jahren verstorben ist und ich da halt Trauerarbeit gedacht habe, ich hätte das gut hingekriegt. Dem war aber dann nicht so und vor allem, nachdem ich dann letztes Jahr im Dezember dann erfahren habe, dass ich Brustkrebs habe, das hat das Ganze für mich, das war der Ausschlag, dass ich da gemerkt habe, ich gehe da nicht fürsorglich mit mir um, ich brauche da Hilfe. Das war so der Grund, das mich dazu gebracht hat, da intensiver dran zu gehen, weil ich nochmal durchstarten will. Super. So, das ist schon so die nächste Frage wäre das, was deine Ziele waren und was du vorhattest zu erreichen. Ja, ich will einfach das Leben genießen. Das ist ein ganz großes Ziel von mir und ich glaube, ich bin ziemlich gut auf dem Weg. Cool. Hattest du vorher schon andere Sachen gemacht? Du hattest jetzt Trauerarbeit erwähnt. Also nach wie vor gehe ich ja zur Akupunktur. Das war so die Unterstützung, die ich mir genommen habe. Habe auch eine Ausbildung in der TCM gemacht, 4 Jahre in dieser Zeit, um auch da zu denken, dass ich da einen Weg finde, da besser damit umzugehen. Das auch mit Sicherheit sehr gut mir geholfen hat, aber es hat für mich nicht gereicht. Also es hat nicht gereicht. Ich brauchte eine andere Form von Unterstützung. Und bist du mit der Idee lange schon so ein bisschen schwanger gegangen? Oder hattest du so Zweifel im Vorfeld oder Vorbehalte? Jein. Also ich habe ja die Arbeit etwas über die Supervision kennengelernt und habe da schon gemerkt, wie tief das geht und habe auch vor diesen Erkenntnissen, die da kommen, schon auch Angst gehabt davor, aber irgendwo habe ich gemerkt, es geht anders nicht. Es geht nicht anders. Es muss das bearbeitet werden. Es muss nach außen kommen, nach oben kommen, damit ich es loslassen kann. Und was würdest du sagen? Was sind die Ergebnisse? Was ist entstanden durch unsere Zusammenarbeit? Was hast du erreicht bis jetzt? Also was ich auf jeden Fall als super Ergebnis oder empfunden habe, ist einfach tatsächlich nochmal mich selber besser zu akzeptieren, mir zu vergeben für die ganzen Dinge, mit denen ich mich so behaftet habe, mit meinen ganzen Glaubenssätzen, die mich eigentlich nur gehindert haben, am Leben teilzunehmen, mich selber zu bestrafen. Also all die Dinge, dass ich das darf loslassen, dass ich vergeben darf und dass ich tatsächlich den Himmel einladen darf, mir da Hilfe zu nehmen. Also das sind so Erkenntnisse, die sind für mich riesig und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Es hat mich sehr geerdet und gleichzeitig aber auch das Herz geöffnet. Schön. Gibt es eine Sache, wo du sagen würdest, dass so ein größtes oder sichtbarstes Erfolgserlebnis? Oder? Sichtbarste ist für mich
dass ich eine andere Beziehung zu meiner gekriegt habe, dass ich mit ihr kann viel besser kommunizieren. Ich nicht immer mit dem Druck, das ist besser geworden. Und dass du nicht mit dem Druck unterwegs bist? Genau, mit dem Druck unterwegs bin und das ist viel, viel besser geworden. Und ich bin nicht mehr so gestresst. Ich lasse mich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Also ich merke, dass ich da sehr viel mehr Gelassenheit gekriegt habe und mehr Freude. Super. Hat es noch andere Lebensbereiche, wo du sagen würdest, da sind Veränderungen entstanden im Zusammenhang mit deiner Arbeit oder mit deiner Vitalität oder solche Sachen? Auf jeden Fall hat sich, also für mich ist es ganz wichtig gewesen, diese Arbeit in dieser Zeit meiner Behandlung, meiner Therapie zu machen, der Chemotherapie, die ich über 7 Monate jetzt durchgezogen habe, über den OP, den ich hatte, über die Bestrahlung, die jetzt gerade noch läuft. Diese Arbeit hat mich so gestützt da drin, dass ich das einfach super tragen konnte. Ich konnte das echt super tragen und habe trotzdem die Freude noch gehabt am Leben und ich bin da gut durchgegangen. Also ich kann es nicht anders sagen. Also ich bin dafür sehr, sehr, sehr hoch. Das ist gleich sehr dankbar. Wow, das freut mich. Ja. Kundin zu sein bei uns, was ist das für eine Erfahrung? Was bringt es mit sich? Es gibt immer eine Anlaufstelle, man kann Rückfragen halten, du kriegst immer eine Antwort. Es werden ganz viele Angebote gemacht und du kannst ja das aussuchen, aber du entscheidest letztendlich, wie du damit umgehst. Oft braucht man natürlich dann wiederum den Rat von demjenigen, was für einen gut ist, und das ist halt ganz wichtig, weil man das nicht immer weiß. Wem würdest du diese Arbeit empfehlen? Wer hätte davon am meisten? Alle Menschen, die sehr mit sich hadern, die sehr in ihrem Film leben und aus dem Hamsterrad nicht rauskommen, indem sie sich immer wieder drehen, ob das gerade halt diese negativen Bereiche halt, ja, dass man sich das Leben so sehr, sehr schwer macht selber, dass man diese Eigenanteile oft nicht erkennt, mit denen man unterwegs ist, die Konditionierungen, die man sich geschaffen hat, die eigentlich einen nur daran hindern, in die Liebe zu gehen. Und von daher, da gibt es total viel. Total viele. Ja. Danke dir. Gerne.